Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Es geht jetzt Richtung Kopfgeld und dann geht's hoch Richtung Great Plains, Blackwater etc. Ganz kurz gucken, da werden wir einfach dasselbe Spiel machen, kurz hin festribbeln. Geht schneller. Ja, im Hintergrund wieder Tumbleweed. Das ging schneller. Oh, easy game. Alles nicht mal 3 Minuten gerade gemacht. Das ging echt flotti Karotti. Ein bisschen Monetas haben wir auch wieder gemacht. Hey, Mister. I'm sure you find something you like here. Thank you. Not all. Hello. Hey, come on. Come on. So, hier geht es weiter mit Lichtkamera Action. Let's go.
Howdy there. Wogt unser Filmemacher. Da ist er doch. Mr. McKenna, what are you doing here? Thought you were running a film company. Oh, Marston, how the fates have spurned me. The muses cajole and lament my foolish nature. The hubris. The hubris! It gets the best of us. I've lost everything. Every last dime I invested in that studio is gone. The production was delayed by weather. That fool Spatchcock fell in love with the cameraman and ran off to Canada. Damn you, the gods of bad weather! And the hearts of vain men. Guess I'll have to go make dreams elsewhere. Good luck. It'll take more than luck to stop me. Alles verloren, ne? Die arme Sau. Die US-Army-Uniform aktualisiert. Okay. Absolviere eine Nachtwache in Blackwater. Kaufe beim Schneider in Blackwater ein. Eliminiere alle Spieler im Pokerspiel in Blackwater. Gewinne beim Armdrücken im Pacific Union Railroad Camp. Da sind wir gerade, ja. Wollen die nicht spielen? Lass mal zocken, Leute. Digga, was rennt denn da hinten einer? What the fuck, Alter? Das sieht ein bisschen broken mit unserem Lagerfeuer hier aus. Ich werde mal speichern, neu laden und vielleicht können wir dann andrücken hier machen. Wobei abends ein bisschen schwierig wird. Ich glaube, da wollen sie nicht am Drücken machen. Oder gerade nur abends. Ja, jetzt wollen sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, einfach nur triggern oder so. Lass uns das regeln von Mann zu Mann. Wie funktioniert das? Derjenige, der dessen Arm zuerst den Tisch berührt, mache einen Wetteinsatz proportional dazu, wie stark du dich fühlst. Ich mache mal 5 Dollar erstmal. Ich muss erstmal gucken, wie das funktioniert. Tippe an, um zu drücken. Halte gedrückt, um zu verteidigen. Easy Game. Drücke für, wenn deine Kraft voll ist, um den Slam Move auszuführen. Alright, money's down. Wait for it. Wait for it. Go. Oh. Dieser Wichser. That's all you got. You're almost run through. Da bin ich geschlagen, obwohl ich getriggert habe, alles. Okay, bet's where I can see him. Let's have a bet on this. Ready?
3, 2, 1, go! Nearly there! So, Wichser. Boah, der Blick gerade von Boston. Ach du Scheiße. Leg dich nicht mit ihr an. Let's see what we're pulling for then. I bet I got you. Komm her, du Wichser. Ready? You ready? Let's go. Boah. Get a real kick out of beating you. You betcha. Here it comes. Also, weil er so eine angestrengte Fresse hat, darf ich nicht gegenbrissen, weil sonst haut er mich weg. Da muss ich halten. Let's get this started. On three. One, two, three, go! I still got some fight in me, you know? That's it. Das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. 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 Give me some more. Wow, wir haben uns zurückgeschlagen. Digga, was ist das für ein Fight? Was ist das für ein Fight, Alter? Oh. Es gibt's nicht. Jetzt hab ich ihn gleich. Du Rickster verlierst! Nein! Jawoll, Junge! What the fuck? Der hat uns fast gehabt, Alter! So, das haben wir auch erledigt für das Outfit. So, als nächstes müssen wir den Aurora Basin untersuchen. Das ist das Haus hier oben. Und wir können endlich nach Tal Trees. Da müssen wir sowieso was für die Herausforderung auch machen. Wapiti und Dickhornschafe, glaube ich, oder? Ja, finden wir beides da oben. Nach all den Jahren jetzt endlich mal wieder nach Tal Trees gehen. Ah, die Pump-Action-Schrotflinte fehlt auch noch.
Oh. Das ist das, was wir durchsuchen mussten hier. Alles auswendig. Hey. So. Hier müssen doch eigentlich auch irgendwo die Biber sein. Wow, 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 wow. Der, was wollen denn die Wichser jetzt? What the fuck, Alter? Just a little something for my trouble. Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten Teil hier so einen Fluss gab. Oh, das ist Lux. Das ist ein Lux gewesen. Und die Wölfe kommen wieder. Sie lassen sich wieder blicken. Ja, ein Lux. Irgendwo hier hocken auch die Biber. Alter, was? Der hat schon wieder zwei Kugeln geschluckt. Fucking Wölfe. Ja, rennt weg, Alter, rennt weg. Wie viel Uhr haben wir es gerade in Game? Halb drei haben wir da gleich. Was war das? Ein Lux? Ich glaube, es war ein Lux, wo ich da nochmal gehört habe. Also hier oben müssen wir echt aufpassen. Pumas, Bären, Luchse. Das sind alles sehr gefährliche Viecher. Vor allem ist es so gut wie One-Hit. Bleib doch stehen, Pferd. Was machst denn du? Warum hab ich dir nicht angesehen? What the fuck, Alter? Come on, let's get this over with.
You stink. Lie still. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwo die Eule. Sehe sie aber nicht. Die ist getarnt. Die hat einen Ghillie an. Oh Lord, this is nasty. Was das für ein Vogel war. Oh, das war eine Eule, Digga. Die ist aber ganz schön klein. Biber, die wollen sich nicht so zeigen. Sucht ihr einfach eine Leiche? Die sind auf jeden Fall irgendwo hier oben um den Dreh um den Fluss hier rum. Irgendwo hier sind auf jeden Fall Biber. Wo ist unser erster Bär? Da ist der erste Bär, da ist der erste. Oh, das sind Biber. Oh, da hinten stellt sich ein Bär auf, Alter. Ich hab schon jetzt so Angst vor den Bären. Scheiß, die wandern. Pumpgun immer bereithalten, Alter. Boah, da ist auch noch ein Biber. Oh, unser erster Bär hier, wo gehäutet wird. Let's go. Tough one, ain't you? Chrisley. Digga, ich fühle mich genauso wie früher. Oh, jetzt haben wir schon gleich 5:30 in-game. Wahrscheinlich die Zeit auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, dass jetzt die Biber hier spawnen. Noch ein Bär. Aber wir helfen denen hier schon. Excuse me, mister.
I'm halfway decent sometimes, man. Gott, wir will ich was Gutes machen. This is a messy one. Wie war das? Ich glaube, wir müssen Bären mit einem Schuss töten. Warte mal, hier sind wir. Erlege drei Bären mit jeweils einem Schuss. Da müssen wir die Sniper benutzen dafür. Oh, ich hätte den einen Bären vorhin so schön wegsnipen können. Tagsüber spawnen, glaube ich, die Chrissies hier nicht so gut. Nachts ist es hier wirklich das Paradies auf Erden. This'll fetch a good price. Come on, let's get this over with. Ja, gehen wir mal zum Mazzanita Außenposten. Wow. Da rennt ein Puma. Was denn? Damn, ich hab doch hier gerade noch einen Puma angefaucht. Da, ich höre ihn doch irgendwo. Ach, das ist wieder ein Lux gewesen. Alter, der hat geschluckt. In die Fresse geschluckt. Damn, der lämmert in die Fresse, Digga. Er rennt einfach weiter. Als wär's nichts. Ich bin hier ein bisschen paranoid, Alter. Ich denke die ganze Zeit, gleich kommt ein Bär irgendwo um die Ecke.
Ah, da haben wir doch den guten Mazzanita-Posten. Sehr schön. Kriegsbeile, her damit. Toll Trees-Karte, auch her damit. Was nimmt er hier für die Dingens, für die Wölfe? Ist auch dasselbe Preis, ne? Ja, da verkaufe ich die jetzt. Ja. Komm, die Scheiße jetzt weg. Das Grizzly-Zeug lassen wir, das lässt sich doppelt so gut in Mexiko verkaufen. Genauso wie Wapitis, Dickhornschafe und sowas. Das lässt sich extrem gut in Mexiko verkaufen. Meister des Kriegsballs, Level 1. Jetzt haben wir das auch hier, Freckschön. Erledige je einen Gegner mit dem Kriegsbeil als Wurfwaffe im Nahkampf und vom Pferd. Also im Nahkampf einmal totschlagen und vom Pferd einen tot werfen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Und die Hütte kaufen wir uns hier noch. Das jetzt auch. Well, sir, I need your help. You see, I live in the trading post and, well, my wagon's missing. Won't you find the wagon, mister? I'm an honest woman and I reward you if you find it, sir. Okay, why not? Finde die verschollene Vorratskutsche. Alter, wo soll ich denn die suchen? Reißende Geier signalisieren, dass es Ärger gegeben hat. Oh ja, da vorne. Indianer. Hallo? Digga, die haben sogar ein Pferd von der Kutsche totgeschossen. Ja, das sind so Indianer, sind das. Aber ein bisschen modernere sind das. I want to hire a driver who can shoot next time. Thank God, and thank you, sir. Rustler's been busy around here. I sure hope not for long. Oh, gut Kohle bekommen. Lambo Boudoir,
Ich würde jetzt mal speichern. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Euer Voltgamer YouTube. Tschüss.